Und dann schauen wir mal, was uns denn hier so erwartet. Ich trinke mal eben wieder ein Schlücksche. Und dann gucken wir mal, was es hier so gibt. So. Das blutige Ende. Kleine und schwache Feinde können jederzeit sofort getötet werden. Größere Gegner müssen erst gelähmt werden, bevor sie erschlagen werden. Töten Sie einen kleinen oder gelähmten Gegner mit B. Töten Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit 30 Feinde, wobei Sie nur Kriegs-Soforttötungsangriff nutzen. Für die verbleibende Zeit auf der Uhr werden Seelen als Belohnung ausgegeben. Klingt jetzt nicht so schwer. Hallo, ich kann mich nicht bewegen. Doch jetzt. Eins. Wenn die Gegner übrigens sehr nah beisammen sind, nebeneinander, dann kann man da auch von Gegner zu Gegner quasi springen. Was sehr von Vorteil ist. Klappt hier natürlich überhaupt nicht. Jetzt könnte es mal funktionieren. Ja. Und nochmal. Nein. So, dann arbeiten wir hier natürlich wieder. Huch. Sense, Stufenaufstieg. Die Sense wogt in Kriegshänden und ihre destruktive Kraft erhöht sich. Yeah, baby. Da ist doch noch so ein Hampelvogel da. Die können einem übrigens so dermaßen auf die Eier gehen, die Viecher. Das ist schon nicht mehr feierlich. La 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 la. Leuchte doch mal einer ein B über dem Kopf. B. Ich glaube, ich gehe hier doch mit dem Schwert vor, weil es schlicht und ergreifend mehr Schaden macht. Und so massig viel an Zeit haben wir ja jetzt hier auch wieder nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir hier jetzt die Aufgaben alle auf Anhieb schaffen. Wäre schön. Kann aber auch sein, dass uns die ein oder andere Aufgabe leicht überfordert. Zumindest zu Beginn leicht überfordert. Da war noch einer, der gebet werden wollte. Ach, nerv nicht rum da, du Fledermaus. Ich gucke hier auch gerade überhaupt gar nicht auf die Zeit. Ich mache hier einfach mein Ding. Denn sonst setzt man sich sowieso nur unnötig unter Druck und sagt, man muss hier jetzt unbedingt und mit aller Macht den Gegner zerstören. Entweder Zeit reicht oder wir machen den ganzen eben nochmal. So, 10 Stück noch. Da ist wieder so ein Vogel. Und ich sehe da hinten schon so einen dicken Hampelmann rumeiern. Der mir jetzt schon wieder auf die Nerven geht. Ach, das ist doch alles ein Graus hier. Da, Finish. Hopp, 22. 2,42 noch. Jetzt gucke ich ja doch auf die Uhr. Ich werde mir untreu. Ach, das... Ach, dumm. Und jetzt habt ihr gesehen, beim Finisher hat der Dicke hier mich voll getroffen, aber keinen Schaden gemacht. Wie ich es am Anfang vom Let's Play gesagt habe, man ist hier wirklich unverwundbar in der Zeit, in der man den Finisher ausführt. Und das kann einem ab und zu dann schon mal echt den Arsch retten. Ach du Scheiße, hier sind ja gleich zwei von den Dicken. Von den dicken Dingern. Da ist eine Fledermaus. Ich habe dich genau gesehen. 28. Ach, da ist doch einer. Ich sehe es doch. 29. Und du wirst Nummer 30 sein. Gehe ich mal stark von aus. Ja, geschafft. Und noch anderthalb Minuten. Ganz locker und lässig auf der Uhr. Und 2900 Seelen. Es läuft hervorragend, meine Freunde, hervorragend. Ich wusste schon immer, dass es in dir steckt. So? Ja, dann ist ja super, dass ich dir gezeigt habe, dass es wach. Und die Lebenstruhe nehmen wir wieder mit. Ich setze hier übrigens keine Zornfähigkeiten ein, weil es irgendwie halte ich es hier nicht für sinnvoll, wenn man da Gegner besiegen muss in kurzer Zeit. Ich glaube sowieso, dass ich nicht allzu viele Zornfähigkeiten einsetzen werde, weil ich es im Eifer des Gefechts
wahrscheinlich einfach vergessen werde. Dafür kenne ich mich gut genug und ihr werdet mich dann auch gut genug kennen, um zu wissen, der setzt das ja sowieso nie ein. Ja, ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben. Ich bin mir auch noch nicht sicher. Man sollte sich für eine Zornfähigkeit mehr oder weniger entscheiden, die man wirklich auf Stufe 4 ausbaut. Auf Stufe 4 sind alle gut. Ich schwanke da allerdings noch, welche ich ausbaue. Jetzt aber erstmal Nummer 4. Ich glaube, ich weiß, was uns hier erwartet. Ich glaube es aber nur. Wir werden es gleich sehen. Luftprügelei? Nee, doch nicht. Ich dachte, es wäre was anderes. Halten Sie LT gedrückt, um sich auf Gegner zu konzentrieren. Halten Sie X gedrückt, damit Krieg seine Feinde in die Luft befördert. Drücken Sie wiederholt X, um Feinde in der Luft mit einer Kombination anzugreifen. Okay, bla 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 bla. Okay, besiegen Sie 5 Feinde innerhalb der vorgegebenen Zeit mit Luftangriffskombinationen. Für die verbleibende Zeit auf der Uhr werden Seelen als Belohnung ausgegeben. Gut, dann wollen wir mal. Hallo du, du bist dann wohl der Erste. Ach so, wie war das? So, hochspringen. Ah! Nein! Ach doch, hat gezählt. Hat er auch gezählt? Nee. Aber ist doch scheiße. Also erstmal ein bisschen bearbeiten und jetzt in der Luft. Der hat auch gezählt. Super! Der hat auch gezählt. Der dürfte dann auch gezählt haben. Geschafft. Das war ja leicht. Das war ja einfach. Block Gegenangriff. Kriegs Abwehrinstinkt ist erwacht. Dadurch kann er körperliche Angriffe und Schussangriffe abwehren. Drücken Sie dazu kurz vor dem Einschlag RB. Und genau das habe ich gemeint, wo ich euch das reine Blocken zeigen wollte. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Danke für das Lob, du Penner. Wo ich euch das normale Blocken zeigen wollte, habe ich nämlich an diesen Block Gegenangriff gedacht. Der sich zurückerinnert, deswegen habe ich es da etwas verrafft. Ja, jetzt kommt das bisschen Leben. Holen wir uns hier. Und hindurch. Und hindurch, habe ich gesagt. Damit hätten wir alle 4 von diesen komischen Bannkreisen. Das muss der letzte von ihnen gewesen sein. Lass uns von hier verschwinden. Ja, ja. Ich bin schon unterwegs. Bin ich denn hier... Ach, ich drücke als den falschen Knopf. Bin ich denn hier überhaupt richtig? Ich bin hier vollkommen richtig. Ich bin hier vollkommen richtig. Gehen wir denn mal eben bei Vulgrim noch gerade was kaufen? Ja, ja, wir machen das mal. Wir haben ja... Ja, meine Herren. 3200 Seelen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal ganz kurz bei Vulgrim eine Runde shoppen. Und gucken mal, was er uns so anzubieten hat. Und dann ziehen wir auch schon weiter. Wobei ich gerade überlege, ob ich mit der Session dann nicht Schluss mache. Wie kann ich, bescheidener Händler? Indem du uns was verkaufst, du bescheidener Händler. Ja, wir könnten jetzt ein Bruchstück eines Zornkerns kaufen. Sparen wir uns aber. Achso, erstmal verkaufen wir natürlich 2 Artefakte, haben noch 1000 Seelen mehr. Und dann, hier gibt es natürlich noch Rage, große Rage. Also alles Tränke, mit denen wir hier in dem Fall unsere Zornfähigkeit auffüllen können. In dem Fall unsere Lebensfähigkeit. Da gibt es kleine und große. Wieder auferstehen ist sehr, sehr gut. Aber dazu werde ich dann wahrscheinlich auch später noch was sagen. Ja, hier. Ich überlege gerade, ob das erst freigeschaltet wird. Atme doch mal nicht so ätzend laut, Wulfrim. Das ist ja widerlich. Ich hoffe, man versteht mich überhaupt noch. Geh mal zum Arzt. Das muss ich doch mal angucken. Ist doch nicht gut.
Was ich sagen wollte, ich weiß nicht, ob wir jetzt die Steinhaut nehmen müssen, um die Verbrennung freizuschalten. Ich könnte das Risiko eingehen. Was auch Weltklasse ist, ist die Heimsuchung. Ja, ich kaufe die Steinhaut einfach mal. Und gucke mal, ob die Verbrennung dann freigeschaltet wird. Aber nee, ich lasse es, weil ich glaube nicht, sonst würde hier stehen, Steinhaut Stufe 1 benötigt. Wir investieren lieber die Seelen erstmal in das in neue Attacken für unsere Waffen. Und zwar beim Schwert. Was hätte ich denn beim Schwert ganz gerne? Wir gucken auch gleich mal, was wir überhaupt für Kombos machen können. Ich weiß es selber gar nicht so genau. Dämonenschneide. LT und LS nach unten. Ein Aufwärtsschlitzer, der sowohl Krieg als auch den Feind in die Luft befördert. Oberschlitzer, 180 Grad. Nach hinten LS plus X. Ein gewirbelter Aufschlitzangriff von hinten. Nehmen wir einfach mal mit, wir probieren das. Wie du mächtig bist. Herzlichen Dank, wir probieren das alles sowieso gleich mal aus. Wirbelkombination, X, Pause, X. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Äußerst geschickt, mein Freund. Und die Kreissäge, A und X halten. Will ich auch unbedingt haben. Ausgezeichnete Wahl. Den Rest möchte ich auch noch in die Sense investieren. Denn da gibt es auch eine Fähigkeit, die ist sehr gut. R, B und Y, ein wilder Angriff mit mehreren Treffern. Nehmen wir mal mit. Du bist so weise, wie du mächtig bist. A und Y gedrückt halten. Nee, das meine ich nicht. Das meine ich auch nicht. Scheiße. Nee. Diese Verbesserung erfordert Todsense mit Stufe 2. Ach so, okay. Das heißt, wir müssen sowieso erst die Sense nochmal leveln. Dann können wir auch noch die Luftsensenklinge mitnehmen. Du verhandelst äußerst geschickt, mein ja, Freund. Ja, ich weiß. Bin ich auch verdammt stolz drauf. Meteorschlag. Gewährt Krieg die Fähigkeit, aus der Luft einen Sprintangriff zu machen. Ach, apropos Sprintangriff. Können wir den denn eigentlich sowieso schon machen? Oder gibt es da auch eine extra Fähigkeit für? Kraftschlag war ein starker Schwinger. Ach, ich komme doch mit den ganzen Tastenkombinationen wieder nicht klar. Es ist doch zum Mäusemelken. Wir nehmen einfach den Meteorschlag mit A, LS und RB. Jetzt haben wir hier natürlich so viele Sachen gekauft. Also, einmal war es doch, glaube ich, das. Ne, das hatten wir eben schon. Springen und gedrückt halten. Ja, das ist die Kreissäge, genau. Yeah, das meinte ich. Wird bei mir sehr beliebt sein. So viel sei euch schon mal gesagt. Was hatten wir jetzt noch? A, L, S und X? Nee. Ich habe schon wieder alles vergessen. Aber wir gucken uns das jetzt sowieso trotzdem mal an. Ich muss nur gerade überlegen, wo das war. Hier. Angriff. Angriff? Drücken Sie X zum Angriff. Nee, das wissen wir ja nun. Kombinationen. Okay, irgendwie ja nicht. Ach, ich glaube, ich weiß, wo man sich die angucken kann. Und zwar genau auf der Waffe direkt kann man sich die angucken. Haha. Vorhandschlag, Rückschlitzer. Okay, das sind die Standardangriffe, die wir sowieso schon eingesetzt haben. Dann haben wir noch 180 Grad Angriffe nach hinten, LS und X. Das verstehe ich schon mal gar nicht. Gut. Rückseitenschlitzer. Ach du Scheiße, wie soll man sich das alles merken? Hier die Luftangriffe, da war doch eben noch irgendwas. Die Kreissäge funktioniert schon mal super. A, L, S und R, B. Die wollte ich mal ausprobieren. A, L, huch. Ja, A, L, S, R, B. Ach, das war das. Nee. Ist doch zum Mäusemelken. A, L, S, R, B. A, L, S, R, B. Ja, so läuft's. Okay. Gut, was hatten wir denn bei der Sense noch? Ah, sehr schön. Das war sowieso der normale? Nee, gar nicht. Das ist... Den meinte ich. Das ist sehr gut. Und das gleiche müsste ja dann auch in der Luft funktionieren. Juhu! Für etwas größere, beziehungsweise ab und zu auch fliegende Gegner. Das nehmen wir auch noch mit. Und jetzt bin ich hier so im Kreis gelatscht, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, wo wir lang müssen.
Naja, auf jeden Fall werden wir nach und nach unsere ganzen Waffen, die ganzen Fähigkeiten für die Waffen auf jeden Fall alle kaufen. Welche ich dann wie oft einsetze. Leute, seht's mir bitte nach, wenn ich da nicht immer mit den ganzen Angriffen kombiniere, weil ich mir erstens eh nicht alles merken kann, zweitens nebenbei euch auch noch Schwachsinn erzählen muss und drittens man sich ja auch ein bisschen aufs Spiel konzentrieren muss und wenn man da mitten im Gefecht ist, naja, da ist das halt alles manchmal nicht so einfach. Jetzt, Terre, dadum, dum, dum, Benjamin. Ne, das war was anderes. Irgendwie. Jetzt ist aber alles fertig hier. Jetzt können wir loslegen. Mögen meine Ahnen dich segnen. Joa, wenn's hilft, gerne doch. Verwüster. Diese Erweiterung erhöht den Schaden, den Krieg bei Angriffen mit Umgebungswaffen verursacht. Ja. Waffenerweiterung. Waffenerweiterungen müssen in der Waffenschmiede in Kriegsgepäck den Waffen zugewiesen werden. Auch das zeige ich mal kurz. Die Waffenerweiterung interessiert uns jetzt übrigens mal so gar nicht. Was auch keine Waffenerweiterung war, sondern eine passive Fähigkeit. Gut, aber hier könnten wir... Nee, gar nicht. Verwüster, hier ist sie doch. Info. Gewährt Seelen für das Zerstören von Objekten auf beliebige Art und Weise. Erhöht drastisch den Schaden, der mit Umgebungswaffen verursacht wird. Das ist übrigens der Schaden, den man macht, wenn man zum Beispiel Autos schmeißt oder so. Da ich das aber sowieso so gut wie nie mache, brauche ich die Erweiterung nicht auflegen. Und die paar Seelen, die wir bekommen, mehr, wenn wir hier zum Beispiel die ganzen Autos zermöbeln würden. Das macht einfach den Bock nicht wirklich fett. Und ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich mit der Aufnahmesession mal Schluss. Es ist hier nämlich knalleheiß bei uns. Ich wohne unterm Dach und habe jetzt zwar noch nicht so lange gespielt, aber bin auch schon ein bisschen fertig. Deswegen soll es das an dieser Stelle mit der Aufnahmesession gewesen sein, Freunde. Wir sehen uns, je nachdem, wie es mit dem Schneiden denn dann passt. Entweder in der nächsten Folge oder hier direkt gleich sofort. Wir werden sehen. Bis dahin. Ciao, ciao.